Moin Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf unserem YouTube-Kanal von Alec Games. Wie ihr seht, wir sind wieder zu dritt, das heißt, wir ranken wieder Spiele. Und das hier wird jetzt eine neue Reihe, die wir starten. Wir suchen uns einen Autor aus oder ein Thema, suchen uns dann quasi alle Spiele aus, die wir von diesem Autor schon mal gespielt haben oder zu diesem Thema. Und jeder von uns macht dann ein Ranking und danach gucken wir, welches Spiel am besten abschneidet im Schnitt. So, wir fangen jetzt heute mit Stefan Feld an. Wir werden euch aber nur die Top 5 vorstellen, weil das manchmal dann ein paar viele Spiele sind. Bei Stefan Feld sind es insgesamt 12 Stück, die wir schon gespielt haben, erstaunlicherweise. Das heißt, gefühlt 10 in meiner Sammlung. Genau, richtig. Ja. Davon werden wir euch jetzt die Top 5 vorstellen, die halt im Schnitt uns am besten gefallen. Wir werden trotzdem alle 12 unten reinschreiben in die Videobeschreibung, damit ihr einmal sehen könnt, genau, welche Spiele wie abschneiden. Ich weiß nicht, ob wir auch dazu schreiben, bei wem welcher Platz, aber ich glaube, das machen wir nicht. Wir machen einfach nur das Ranking. Genau, deswegen fangen wir jetzt an mit Platz 5. Ich werde auch keine Punktzahl oder sowas dazu sagen, das ist jetzt alles egal. Es geht einfach nur um die Plätze. Platz 5 ist ein geteilter 5. Platz. Geht schon los. Geht schon los, richtig. Beide Spiele von Stefan Feld. Ich glaube, ich mit meinem. Ja, jetzt glaube ich Annis Witz. Und zwar haben wir Carpe Diem und Aquasphere. Ja, kommen wir zu Platz 4. Okay. Am Anfang des Videos bevor wir das Video gemacht haben, haben die beiden noch gesagt, ich sage einfach nur den Titel und die beiden sagen was zu dem Spiel und jetzt sage ich die Titel und niemand sagt was. Sehr schön. Aquasphere, Carpe Diem finde ich beide sehr geil. Jetzt muss man überlegen, was kann. Also Carpe Diem erstmal dazu was, weil das haben wir schon ein paar Mal häufiger gespielt, zumindest. Wir haben es auch, glaube ich, mal zu zweit gespielt. Wir haben es auch schon zu zweit gespielt, richtig. Negativpunkt, wie gesagt, weiß jeder vorneweg, ist es abgrundtief hässlich. Es ist wirklich, muss man es leider ist halt sagen. Wirklich nicht schön. Also für die Zeiten, in der wir jetzt sind und was da für Spiele rauskommen und dann Carpe Diem da verglichen, ist es halt nicht so schön. Aber es macht Spaß. Es ist so ein typischer Feld. Du hast super viele Möglichkeiten, da irgendwie Punkte zu kommen durch das Puzzeln. Und allein Puzzeln, Plättchenlegespiel, ist ja auch wieder so mein Ding. Das finde ich super cool. Das, was es ein bisschen anders macht als sonstige Stefan-Feld-Spiele, fällt mir jetzt gerade so auf beim Nachdenken drüber. Das ist halt eher nicht so, Dass man gegen Minuspunkte arbeiten muss. Richtig, arbeitet. Genau. Also einfach für sich da so sein Ding macht. Natürlich da auch ein bisschen den Gegner immer so ausstechen kann durch diesen Mechanismus am Ende, dass man da seinen Wertungschip reinlegt und dann eventuell dadurch Karten für andere Leute blockt, wenn man sieht, der geht da drauf und so. Lässt sich gut zu zweit spielen. Wir haben es auch zu dritt jetzt schon gespielt. Ich weiß nicht, zweimal, irgendwie so auf jeden Fall. Ist natürlich noch nicht so häufig gespielt wie andere Spiele, aber es ist super. Aquasphere ist so ein... Das ist gerade neu dazu. Wir haben es einmal auf der BerlinCon angespielt, eine komplette Runde. Und dann haben Andi und ich das nochmal zu zweit gespielt. Und trotzdem ist Alex derjenige gewesen, der es am besten gerankt hat. Weil Stefan Feld nicht so direkt mein Lieblingsautor ist. Die meisten Spiele, die jetzt noch höher gewertet sind, bis auf das eine, würde ich halt eher sagen, können wir nicht was anderes spielen. Aber ich finde sie nicht schlecht, definitiv nicht. Ich bin halt eher auf andere Spiele so eingestimmt. Und Aquasphere ist in dem Sinne so von der Szenerie her und von dem, was so außenrum ist, Thematik und so, finde ich am Also es könnte auch noch ein Spiel sein, was vielleicht, wenn wir es mehrmals spielen, vielleicht sogar noch höher gerankt, weil wir es noch so wenig gespielt haben. Das ist richtig. Ganz frisch nur. Ich würde vielleicht auch davon ausgehen. So, Platz dazu sagen. Ich habe das genug. Carpe Diem gefällt mir und Aquasphere, wie gesagt, haben wir es einmal zu zweit. Was soll ich denn groß dazu sagen? Ihr habt ja schon alles vorweggenommen. Dann das nächste Spiel auf Platz 4. Witzigerweise haben wir das alle auch auf dem 4. Platz innerhalb unserer Liste gerankt, ist Forum Traianum. Ja. Ein sehr schweres Spiel. Ja, das ist gleichzeitig ungefähr mit Carpe Diem rausgekommen. Das war dann ein bisschen witzig, weil es ein so ein leichteres Spiel hat und ein so ein schweres. Und Forum Traianum war halt das schwerere. Sieht aber auch deutlich besser aus. Ist nicht Menzel? Michael Menzel? Michael Menzel, ja. Ich glaube, es ist von ihm illustriert. Ja. Richtig. Bei Huch erschienen. Genau. Durchaus ein Heavy Euro. Ja, doch. Könnte man schon sagen. Auch da liegt man. Plättchen, ja. Richtig, genau. Ein Puzzle ein bisschen. Hat aber einen super interessanten Mechanismus, weil man so ein Raster hat auf seinem persönlichen Brett. Und pro Runde mal zwei Karten aufgedeckt werden, die eine Zeile und eine Spalte von diesem Raster angeben. Und man muss dann, kann dann gucken, dass man in der einen Zeile und in der einen Spalte jeweils immer ein Plättchen hinlegt.
Und wenn die dann nachher voll sind, kann man da halt aber nichts mehr platzieren. So muss man immer ein bisschen gucken, weil es dann Boni gibt, wenn man Sachen zusammenlegt. Dafür dann Siegpunkte, verschiedene. Richtig, genau. Auch ein Spiel, wo man wenig gegen Minuspunkte arbeitet, eigentlich gar nicht. Ja. Wo es aber viele Möglichkeiten gibt, Punkte zu generieren. Ja, das stimmt. Das ist halt sehr interessantes Prinzip, das er da hat. Und man spielt auch mit den anderen mit, weil man denen verschiedene Plättchen auch noch gibt. Ne? Deswegen richtig, ist genau. Ist ja ein bisschen interaktiver, genau, als wenn du nur selber puzzelst, wie bei Carpe Diem. Ne? Ja, genau. Jo, unser Platz 4, Forum Traianum. Platz 3 hat auch den Namen Trajan im Namen, ist das Spiel Trajan. Bei Andi und mir ein bisschen höher gerankt, bei Alex ein bisschen weiter unten angesiedelt. Ich bin super. Absoluter Brainburner. Vielleicht deswegen. Also ich ein bisschen, ist, glaube ich, definitiv das schwerste Spiel von Feld. So vom Denkprozess, den man während des Spiels hat. Ja. Vielleicht, wenn wir Aquas 4 öfter spielen, vielleicht kommt das da so mit in dieselbe Kategorie. Forum Traianum ist da ein bisschen leichter im Vergleich zu Traian. Ja, ein Spiel, in dem man auch super viele Möglichkeiten hat, Punkte zu sammeln. Hat richtig viel Möglichkeiten, gerade, ja. Gerade dieser Mechanismus, wie heißt der? Mancala. Der Mancala-Mechanismus, der zwiebelt einem wirklich die Rübe weg. Also. Genau, also wer von euch das nicht kennt, man hat verschiedene Schalen, wo Spielsteine drin sind und muss aus einer Schale die Spielsteine rausnehmen und in jede Schale im Uhrzeigersinn ein Steinchen platzieren. Und nur da, wo das letzte Steinchen reinkommt, das zu jeder dieser Schale ist immer eine Aktion zugehörig. Und da, wo man den letzten Stein reinsetzt, die Aktion führt man dann durch. Mhm. Und so muss man immer ein paar Züge im Voraus planen. Wenn ich die Steine jetzt so verteile, wie kann ich danach die Aktion machen, weil dann ja mehr Steine in den Schalen sind. Und wenn ich dann wieder eine Aktion mache, dann sind wieder mehr Steine drin. Und der Kniff der Hand, dann ist noch, je nachdem, wie viele Steine man nimmt, desto schneller geht die Runde vorbei. Das heißt, wenn ich jetzt eine Schale nehme mit 6 Steinen, dann geht die Zeitleiste zu seinen 6 Plätzen nach vorne, ist die Runde schneller vorbei. Das heißt, auch da muss man ein bisschen planen. Okay, richtig. Das könnten vielleicht die anderen und machen. Weil man da wieder gegen die Minuspunkte arbeiten muss auch in dem noch, Spiel. Ja. Weil wenn eine Runde vorbei ist, dann gibt es eventuell Minuspunkte, wenn man bestimmte Sachen nicht erfüllen kann. Und da ist dann echt die Sache, wie viele Steine möchte ich benutzen. Und besonders, welche Farbe haben sie? Weil es auch Bonusplättchen gibt, welchen diese richtig, Farben genau. in verschiedenen Schalen sind. Also ihr merkt, das Spiel hat wirklich ziemlich viele Kniffs und Tricks. Richtig, genau. Mit sehr viel Tiefe auf jeden Fall. Ja. Ich mag's, ich find's richtig ich gut. Ich find's auch super. Aber es gibt noch ein besseres. Es gibt besseres. Seht ihr jetzt gleich. Genau, auf Platz 2 ist bei uns gerankt Merlin. Genau, das war meine persönliche 1 bei den Feldspielen. Ja, ihr könnt ja mal wieder was zuerst sagen. Auch wieder ein Spiel, wo man wieder gegen Minuspunkte arbeiten darf. Wo man manchmal ganz viel Glück hat. Das ist vielleicht ein bisschen besser, als bei anderen. Ja, wir haben ja das Coole an dem ist jetzt hier, dass man dieses Rondell hat, wo man sich drauf bewegt und dann eben seine eigenen Figur und dann diese Merlin-Figur, die auch gegen den Uhrzeigersinn gehen kann und man kann das eben auch unglaublich viel manipulieren und das Ganze wird eben über Würfel noch gesteuert, die man dann auch wieder manipulieren kann. Das heißt, auch da gibt es wieder viele Wege, was man machen kann, ob man jetzt diese Grafschaft, glaube ich, ist das oder so, diese da sich ausbaut. Was ich in meiner allerersten Partie gemacht habe, was unglaublich gut funktioniert hat. oder man geht auf die Auftragskarten und macht da was. Also man kann auch da wieder super viel, so typisch Stefan Fellweg, ganz, ganz viele Dinge machen. Die Erweiterung hat es auch um einiges besser gemacht. Also weil es dann noch die Artus-Figur gibt, die sich auch noch auf einen weiteren Kreis bewegt. Also hat es auch ein bisschen komplexer gemacht. Aber dadurch, dass es da auch neue Karten gab und neue, wie heißen sie, die Pikten dazugekommen sind, war man auch noch was, worum man sich kümmern sollte, weil es dann auch noch Punkte geben oder kann. Minuspunkte geben. Oder Minuspunkte richtig, genau. gibt. Also genau, und jetzt kommt noch eine neue Erweiterung raus in Essen. Die Ritter der Tafelrunde heißt sie, glaube ich, wo es noch Player Powers gibt für jeden das Spieler. Und da bin ich schon mal sehr gespannt drauf, wie das funktioniert, wie das denn aussieht. Genau, und jetzt unser Platz 1 ist im Jahr des Drachen. Nein, die sind die Burgen von Burgund. Was? sind die Burgen von Burgund. Bei den beiden auf Platz 1, bei mir auf Platz 2 ist auf jeden Fall ein Spiel, das wir alle mögen und auch lieben. Definitiv. Also, es ist, weiß nicht, es ist einfach absolut rund. Es läuft. Ja. Es geht recht schnell von der Hand. Man hat ja nur 2 Würfel, die man dann einsetzt und dann damit seine Aktion macht. Man kann unglaublich coole Kombos zünden, wenn es dann passt und ne. Es sieht auch da, muss man wieder gestehen, nicht so schön aus. Die Frage ist jetzt immer noch, wie wir es besser machen. Mal gucken, wie es dann aussieht, wenn diese Jubiläumsedition da kommt.
Aber an sich ist das einfach ein absolut gutes Spiel. Das kann man, wir haben es zu dritt ein paar Mal gespielt, zu viert auch schon. Zu zweit also wir haben es schon öfter gespielt. Ich glaube, zu zweit noch nicht. Aber funktioniert wunderbar. Also richtig. Definitiv. Ich kann auch empfehlen, die Mini-Erweiterung. Genau, Mini-Erweiterung kann man auch empfehlen. Sollte man ruhig nehmen, weil man einfach noch mal ein paar mehr Boards hat. Das heißt, da ist ein bisschen mehr Abwechslung noch drin. Genau, so ein paar neue Gebäude und so sind auch gut. Das mit den Handelswegen ist halt, finde ich, eine das ganz ist auch eine richtig gute Erweiterung. Das stimmt, ja. Die sollte man sich definitiv auch anschauen. Im besten Fall wartet ihr einfach, wenn ihr es noch nicht habt, wartet, bis die Jubiläumsedition kommt. Richtig, genau. Richtig, die soll auch nicht allzu teuer werden, deswegen. Die beinhaltet eben alle bis jetzt erschienenen Erweiterungen. Plus mal eine neue. Plus sogar noch eine neue. Richtig. Genau. Und es ist auch auf jeden Fall auch ein Spiel, das man spielen kann, wenn man selber noch gar nicht so viel gespielt hat. Viele von den Feldtiteln, so Forum Trajanum, Trajan, Merlin, das sind so alles Sachen, die kannst du Neueinsteigern mit Brettspielen nicht empfehlen. Bogen von Burgund würde ich schon sagen. Das kann definitiv auch ein Neuling spielen oder jemand, der vielleicht nur Familienspiele bis jetzt gespielt hat, so als nächster Schritt. Das ist halt auch fix erklärt, weil es ist nicht zu kompliziert, du hast aber trotzdem genug Möglichkeiten innerhalb des Spiels, dass es für dich anspruchsvoll sein kann. Ja, das ist so. Das macht es halt so rund, finde ich. Und was auch noch sehr schön macht, ist, dass manchmal ein Zug hat, wo man einfach 50 Punkte macht oder sowas. Das fühlt sich auch immer sehr befriedigend an. Richtig. Ja. Wunderbar. Ja, das war unsere Top 5 Liste zu Stefan Feld. Wie gesagt, ihr werdet in dem Format noch ein paar mehr Listen sehen, genau. Und sagt uns doch, was ist euer Lieblingsfeldtitel und was für Listen in diesem Format würdet ihr gerne sehen? Das ist natürlich immer die Frage, wie viele Spiele haben wir gespielt zu diesem Thema? Von diesem Autor. Oder von diesem Autor, richtig. Wir haben uns da schon ein paar Sachen überlegt, aber wir haben dann auch gemerkt, als wir die Titel so durchgegangen sind, okay, so viele sind das gar nicht. Wenn es nur 5 Spiele sind, die wir gespielt haben, die dann zu ranken, das ist ein bisschen langweilig. Deswegen muss das schon... Ja, Autoren wird schwierig, wenn ihr irgendwelche Themengebiete habt. Da gerne Fragen, Anmerkungen machen, Tipps geben. Und wie gesagt, checkt Instagram ab, Twitter, Facebook, YouTube. Aber da seid ihr ja schon. Und bis zum nächsten Mal.